jetzt kommen wir erst einmal zu unseren Synchronpärchen. Und da hat sich wieder das Who is Who des Wassersports zusammengefunden. Und wir zeigen Ihnen jetzt mal ganz kurz, wer da gleich gemeinsam springen wird. Jonas Reckermann, Markus Rehm, Sophia Thiel, Nina B., Joey Kelly, der noch einiges gut zu machen hat von seinem Durchgang eben, und Peter Imhoff, Marleen Neuenschwander und Ruth Hoffmann. Mundstuhl sind selbstverständlich dabei. Und die letzten vier Teams, Miss Dezember, Miss Februar, Paul Janke, Daniel Köllerer, Annabel Mandeng, Ronja Hilbig, Titelverteidigerin in dieser Disziplin, und natürlich das Sensationsduo Stefan Raab und Elton. Und wir starten direkt mit Jonas Reckermann und Markus Rehm, die als Team zum ersten Mal so in den Wettbewerb einsteigen. Hallo, wir sind Jonas Reckermann und Markus Rehm. Vor 3 Jahren beendete Jonas seine einzigartige Karriere. Nach 4 Europameisterschaften und einer Weltmeisterschaft krönte er seine Erfolge 2012 mit olympischem Gold in London. An der Seite von Fabian Hambüchen konnte er vor ein paar Jahren auch beim Turmspringen die Goldmedaille holen. Ja, das Springen mit Fabi, das war toll. Letztes Jahr dann mit Luke Mockridge, war super lustig, hat auch Spaß gemacht, aber auf der Bühne ist er, glaube ich, besser aufgehoben. Ich glaube, wir haben als Sportler da schon auch einen guten Ehrgeiz, da vorne vielleicht auch mitzuspringen. Nochmal. Wir können vor allem länger trainieren als die anderen. Also er mit seinem Körper vor allem. Den kannst du 5 Stunden auf den Turm stellen und der springt runter und wieder runter und wieder runter. Ja, die Konkurrenz ist sehr, sehr stark. Peter und Joey, die waren schon halt extrem gut drauf. Und ja, unser Plan ist aktuell einfach möglichst hoch und möglichst synchron. Er ist für hoch, ich bin lieber für synchron, da die Punkte zu holen. Mutig, Angst haben. Ja, also das Ziel sollte auf jeden Fall Treppchen sein. Wir sind beide Sportler, wir sind beide ehrgeizig. Und ja, das ist, glaube ich, schon das Zielfinale und dann vielleicht ein Platz auf dem Treppchen. Letztes Turmspringen-Event von Stefan, da geben wir nochmal alles. Die beiden Sportskanonen. Aber auch so erfolgreiche Sportler wie ihr, die sind ja im Synchron doppelt gefragt. Passt ihr gut zusammen? Ja, ich glaube schon. Also Markus ist jedenfalls derjenige mit mehr Mut bei uns, haben wir ja gerade gesehen. Das hat er mich doch hier oben hinbekommen. Insofern ergänzen wir uns ganz gut. Und klar, ein bisschen sportlichen Ehrgeiz bringen wir beide mit. Erzähl mal, wie viel habt ihr trainiert? Ja, wir haben echt ganz gut trainiert. Und ich muss sagen, ein großes Lob erstmal an Jonas. Wir sind heute das erste Mal auch hier oben gesprungen und finde es genial, dass wir heute hier oben stehen können. Viel Glück an euch beide. So, wir sehen aber auch noch 2 Probleme, die jetzt auf die Jungs zukommen könnten. Erstens, unterschiedliche Körpergröße. Gut zu erkennen. Jonas 2 Meter groß, Markus ein bisschen kleiner. So, und dann machen sie einen Handstandsprung von 10 Metern. Also Handstand mit einem halben Auerbach-Salto, Schwierigkeit 4,0. Also da muss man auch erstmal synchron durch diesen Handstand durchkommen. Also, der erste Sprung, Jonas Reckermann, Markus Rehm. Und alle Probleme, die ich vorher aufgezählt hatte, waren plötzlich nicht mehr da. Denn die sind super durch den Handstand gekommen. Anhocken fast gleichzeitig. Ganz leicht zeitversetzt das Aufkommen am Wasser. Hat man vielleicht Glück, dass der kleinere vorn war. So war Markus und Jonas Reckermann ein bisschen verdeckt. Vielleicht ist es nicht ganz so aufgefallen. Ja, gerade sind sie auch reingekommen. Wir sind in der Königsdisziplin des Wasserspringens beim Synchronspringen. Und schauen Sie mal die Noten. Das sind super Noten. Ja, und beide wirken auch sehr, sehr zufrieden. Markus, der Vorteil ist, du warst ein bisschen vorne dran. Aber von dem langen Löken, die Beine holen einen schnell wieder ein, ne? Ja, der war ganz schnell wieder da. Also ich dachte, ich muss Gas geben, dass ich auch gleichzeitig mit ihm ins Wasser reinkomme. Jonas, das war ein richtig guter, weil sehr synchroner Sprung. Ron hat das auch erwähnt.
Schnuppert ihr schon an der Medaille? Ich meine, ihr habt Deutschland sensationell repräsentiert im Sport schon. Und jetzt heute hier zum Abschluss des Turmspringens nochmal eine Medaille möglich? Ja, mal gucken. Also erstmal steht der zweite Sprung auf dem Programm. Wir wollen natürlich ins Finale. Und klar, wenn man da erstmal ist, sind noch vier Leute drin, vier Paare. Und dann wollen wir auch eine Medaille, ganz klar. So eine typische Sportlerantwort. Dankeschön. Von zwei alten Hasen im Sport kommen wir zu zwei jungen, hübschen Damen, die ganz neu beim Turmspringen dabei sind und gleich natürlich was reißen wollen. Hier sind Sophia Thiel und Nina B. Hi, ich bin Sophia Thiel. Sie ist die Meisterin der Disziplin. Vor zwei Jahren sagt Sophia ihrem Äußeren den Kampf an. Aus der Couch Potato wird innerhalb kurzer Zeit eine durchtrainierte Teenagerin. Ihren Weg verfolgen mittlerweile zahllose Abonnenten im Internet. Denn hier hat Sophia inzwischen einen eigenen Fitness-YouTube-Channel eröffnet. Vor zwei Jahren noch war ich mega unzufrieden mit meinem Körper. Dann habe ich Fitnesssport und die Ernährung für mich entdeckt. Und dieses Wissen möchte ich eben an alle Leute, vor allem Mädels, draußen weitergeben, dass man mit essen und nicht ohne abnehmen soll. Also als ich erfahren habe, dass ich hier beim Turmspringen mitmachen, war ich natürlich geschockt. Das ist das erste Mal im Leben, dass ich jetzt von 5 Metern im Sprit springe. Wirklich. Das allererste Mal. Ich bin in meinem Leben zuvor nur vom Beckenrand gesprungen und das war eine riesen Herausforderung. Also ich versuche einfach Spaß dran zu haben und wenn ich unglücklich aufkomme, haben noch ganz viele andere dran Spaß. Hi, ich bin Nina B. Ohne ihre Reportagen wären die ProSieben-Magazine nur halb so schön. Ob im entfernten Thailand oder beim Wasserrutschentest in der Heimat, Nina kneift bei keiner Herausforderung. Aber wird ihr der Wasserrutschentest auch beim Turmspringen helfen? Ich bin Höhe gewohnt, aber wenn man dann auf dem Brett steht und muss sich einfach nur nach unten fallen lassen, ist der Horror. Ich habe Albträume gehabt. Das Einzige, was ich mir abgewöhnen musste, war Kreischen beim Runterspringen. So sieht es aus, wenn man ganz hart trainiert fürs Turmspringen. Ich habe hart trainiert und dafür will ich aufs verdammte Treppchen. Ihr beiden, ihr seid ja zum ersten Mal dabei. Wie ist denn so euer Eindruck vom heutigen Abend und wer ist denn aufgeregter von euch beiden? Also ich hatte schon meine großen und kleinen Schwierigkeiten. Ich hatte auch mal so richtig schön aufs Gesicht, Bauch, alles gelassen. Es wird einfach nur grandios, glaube ich. Aber Bauch ist ja nicht das Problem. Darf ich mal anfassen? Wow, ich bin neidisch. Was darf man denn von euch sehen? Wir sehen jetzt den Delfin und das wirkt jetzt auf den ersten Blick gar nicht mal so hardcore, aber der ist ganz schön kompliziert. Und vor allem das Synchronabspringen, das ist eine Herausforderung. Da geht nichts hardcore mit mir. Nein, nein. Chaka, chaka. Dann drücken wir euch die Daumen, zeigt, was ihr könnt. Es geht also rauf auf die 3 Meter, also auf das Brett und wir sehen diesen Delfin-Kopfsprung. Erinnere ich nochmal, was Delfin bedeutet. Rückwärts wegspringen, vorwärts drehen. Relativ leicht, auch von der Schwierigkeit her, 2,0. Und wir sind mal sehr gespannt, was die ProSieben-Kollegin und die Fitness-Queen hier zeigen werden. Eins, zwei, drei, fünf.
So, und haben Sie das gesehen? Also auch das davor gehört schon mit dazu, einen ordentlichen Eindruck zu machen. Die gehen also gleichzeitig an die Brettkante, drehen sich gleichzeitig, Arme gleichzeitig hoch. Alles schon, um so einen kleinen guten Eindruck zu hinterlassen. Und dann der Sprung, ja, eigentlich in der Luft ganz gut gewesen. Ganz leichte Differenzen, was die Synchronität betrifft. Unten finden beide die Füße wieder, die sind zusammen gewesen, die Zehen waren lang. Und deswegen sind das auch sehr, sehr gute Noten, bis zur 7,5. Ja, zweiter, die Noten sind gut, weil es wirklich recht synchron war. Nina für TAF als, Entschuldigung, wilde Sau unterwegs. Demnächst auch mehr in Richtung Klippen- und Turmspringen? Ich habe gerade schon überlegt, ob ich das in meinem Programm mit aufnehme. Und ich sage euch, was der Trick ist. Einfach Augen zumachen, echt. Also es ist das Beste, was man machen kann. Augen zu und dann hoffen, dass man es überlebt. Was glaubt ihr, was ist noch drin für den nächsten Durchgang? Wir geben unser Bestes. Es hat Spaß gemacht und ich denke, die Chancen stehen gut. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Dankeschön. Kommen wir zu unserem wohl erfolgreichsten noch aktiven Synchronpaar. Sieger 2009, zweite 2010, 2014, dritte 2008, 2011 und 2012. Und einer von den beiden hat eine gehörige Portion Wut im Bauch. Joey Kelly und Peter Imhof. Hallo, wir sind Peter Imhof. Wir? Oder du? Hallo, ich bin Peter Imhof. Ich bin Joey Kelly. Sie dürfen bei unserer letzten Ausgabe des Turmspringens nicht fehlen. Der MDR-Mann präsentiert seit inzwischen 12 Jahren Buntes aus der Zone. Ja, ich mache das nach wie vor wahnsinnig gerne. Es ist jeden Tag wieder was völlig Neues mit neuen Leuten, mit neuen Experten, neuen Geschichten. Macht wahnsinnig viel Spaß. Und weil ihm das noch nicht genug vor der Kamera ist, betreibt er seit einiger Zeit mit seiner Familie einen eigenen YouTube-Kanal. Ja, das ist ein ganz tolles Familienprojekt von mir und meiner Frau. Und wir freuen uns schon darauf, dass wir das vielleicht mal in vielen Jahren uns nochmal angucken können, so als quasi Familienalbum. Mit einer Goldmedaille, zweimal Bronze und im letzten Jahr einer erneuten Silbermedaille gehören Sie zu den erfolgreichsten Synchronspringern. Die letzten Jahre immer Erfolg gehabt und diesmal ist natürlich das Ziel, wieder Erste zu werden. Andere haben eine Fernbeziehung, wir machen Ferntraining. Also wir trainieren separat voneinander, weit weg und treffen uns dann einmal kurz vorher und dann natürlich am Tag des Wettkampfs. Ich bin meistens Eisenkämpfer. Aber Teamkampf habe ich gelernt. Ich habe früher bei der Kelly Family ein bisschen gesungen und da musste man als Team funktionieren. Tja, so wird man zum Teil der Kelly Family. Ne? Am besten ist dieser Moment im Wettkampf selber, wenn man auftaucht und man hört die Masse brüllen. Wenn es scheiße war, brüllen sie nicht. Wenn es gut war, dann hört man das. Und das ist ein geiles Gefühl, einfach rauszukommen und sagen, das war echt ein geiler Sprung. Wie ist es denn für dich, mit so einem ehrgeizigen, hochkonzentrierten, erfolgsversessenen Springer zu springen? Was? Ich hab nicht verstanden. Joey. Was? Also wir springen jetzt und ich hoffe, es läuft besser als gerade eben. Und es wäre schön, wenn wir aufs Podest landen und gewinnen. Also Sophia, du siehst heute blendend wieder aus. Danke, ganz lieb für dich. Ist ja für dich die letzte Chance, jetzt nochmal aufs Treppchen zu kommen, ne? Das stimmt. Also im Synchron sind wir in den letzten Jahren immer vorne dabei und haben oft gewonnen. Und es wäre natürlich eine großartige Geschichte. Aber wir haben gesehen, die Jungs haben sehr gut gesprungen, auch von 10. Und deswegen ist Konkurrenz ist stark und das ist auch gut so. Und jetzt hoffe ich, dass es besser läuft. Dann wünschen wir euch ganz viel Glück. Peter Imhof, Joey Kelly. Also Joey Kelly, der ewige Rivale, die wandelnde Litfaßsäule. Und daneben Peter Imhof vom TV-Total-Partnersender MDR. Von 5 Metern, anderthalb Salto vorwärts, Schwierigkeit 3,0. Also, da ging zumindest schon mal super synchron oben los. Das können wir schon mal sagen. Und was war dann in der Luft los? Hier, Achtung. Zack. Minimaler Unterschied. Die Drehung auch. Die Streckung bei beiden Füßen. Leichte Reserven zu erkennen gewesen, was die Fußstreckung betrifft. Und Joey ganz klein bisschen zumindest in der Drehung die Füße verloren.
unten hat er sie wiedergefunden. Also, da war eigentlich nicht schlecht und es ist gut zu sehen, dass Joey Kelly zu seiner alten Stärke zurückgefunden hat. Aber Buschi, was sagen die Kampfrichter? Ja, das, da bin ich gespannt jetzt. Ja, es war sehr synchron. Platz 2, wie war dein Eindruck, Peter? Ja, also ich hatte den ganzen Tag heute irgendwie ein komisches Gefühl. Und als dann Joey seinen ersten Einzelsprung so verkackt hat, um es mal freundlich auszudrücken, hatte ich ein bisschen Angst. Aber ich finde das eigentlich schon ganz okay. Aber das können wir, glaube ich, noch ein bisschen besser, oder? Joey, war das für dich eine Rehabilitation für den Einzelwettbewerb? Ja, also es ist natürlich erfreulich, dass wir halt jetzt wieder vorne dabei sind. Aber es sind auch andere starke Teams. Und ich hoffe, der nächste Sprung wird auch gut. Dankeschön, ihr zwei. Definitiv sind da noch einige andere sehr starke Teams dabei. Die Finalteilnehmer im Einzel haben wir bereits gefunden. Die Suche nach den Finalteilnehmern im Synchronspringen geht gleich weiter. Aber es gab erst 3 Paarungen, die es sich getraut haben, in die Fluten zu stürzen. Wir kommen jetzt zu Paarung Nummer 4, zu 2 Damen, ganz neu im Wettbewerb. Marleen Neunschwander und Ruth Hofmann. Hallo, wir sind Ruth Hofmann und Marleen Neunschwander. Sie sind 2 Gesichter der Sky Sport News HD. Hier werden Sportbegeisterte rund um die Uhr mit Neuigkeiten aus allen Bereichen des Sports versorgt. Das ist ein extrem spannender Job, immer aktuell und live. Das ist echt eine tolle Herausforderung. Wir arbeiten irgendwie zu jeder Tages- und Nachtzeit, aber es macht einfach so viel Spaß, weil wir auch einfach ein cooles Team sind. Aber wie schlagen sich 2 Sportfachfrauen, wenn sie selbst aktiv werden? Ja, wir sind da eigentlich richtige Späteinsteiger. Wir trainieren seit 1,5 Wochen und das ist sehr wenig. Also, das ist wirklich erstaunlich, wenn man auf dieses 5-Meter-Brett steigt, dann wirkt das nochmal extrem viel höher. Also das ist so eine Überwindung und so ein Herzklopfeffekt, wenn man da steht. Guck mal, wie hoch das ist hier. Ja, es ist, als wenn das Herz irgendwie kurz aussetzt, wenn man sich dann darunter stürzt. Ne? Also Gänsehaut am ganzen Körper. Es ist einfach wirklich, es ist wahnsinnig hoch einfach. Ja. Muss man wirklich sagen, ne? Wahnsinnig hoch. Also unser Ziel ist es wirklich, einen soliden, schönen Sprung zu machen. Wir sind ehrgeizig. Wir wollen schon einen guten Sprung abliefern, aber ob es dann tatsächlich in die vorderen Ränge reicht, das wagen wir mal zu bezweifeln. Wir werden sehen. So, da stehen die beiden Sky-Kolleginnen und sind kurz vor dem 3-Meter-Brett. Gleich geht's also los. 1,5 Salto vorwärts, die Schwierigkeit 2,5 für Marleen Neunschwander und Ruth Hofmann. Also, sie sind so ein bisschen angewippt, kann man machen, wenn man dann gleichzeitig loskommt. Gucken wir, zack, machen sie auch. Die Drehung allerdings ein bisschen unsynchron, kommen seltsamerweise trotzdem ziemlich ähnlich am Wasser an. Also nochmal, zack, gleichzeitig los, die Drehung aufmachen, leicht drüber geschlagen, beide. Und dann natürlich nur 2,5 in der Schwierigkeit. Also, da muss man einen besseren Sprung hinlegen. Buschi, was haben Sie für eine Platzierung? 3. Rang immerhin. Ja, jetzt erwarte mal nicht immer so viel. Ich habe einfach nur eine Frage, Marleen. Fühlt man sich besonders unter Druck? Ihr seid 2 Sportfachfrauen, dass man denkt, die erwarten alle von uns so viel jetzt hier? Ja, das würde ich so jetzt gar nicht unbedingt sagen. Aber man will natürlich, wenn man hier mitmacht, einfach sein Bestes geben und nicht den Sprung verkacken. Aber das haben wir auch nicht. Das haben wir nicht. Und wir hatten wirklich auch ziemlich Bammel vor diesem Sprung, weil es war bei uns eher so eine Hop- oder Top-Variante. Also wir wussten, es ist irgendwie alles drin. Und damit sind wir eigentlich jetzt ganz zufrieden. Ja. Ich fand es auch gut. Danke. Unser nächstes Team war bisher jedes Mal dabei beim großen TV-Total-Turmspringen. Aber ihr letzter Erfolg liegt bereits 11 Jahre zurück. Im Jahre 2004 waren sie
sogar mal Zweiter. Aber heute Abend geben sie nochmal richtig Gas. Auf den Mund gefallen sind sie so und so nicht. Hier sind Mundstuhl. Hallo, wir sind Mundstuhl. So, was ist denn mit dir los? Seit wann fangen wir so an? Das geht immer, ich bin der Lars, ich bin der Ande und wir sind ja Mundstuhl. Ja, okay, dann machen wir's. Wir sind Mundstuhl. Nein. Hallo, ich bin der Lars. Und ich bin der Ande. Und wir sind Mundstuhl. Seit unglaublichen 20 Jahren sind Mundstuhl als Comedy-Gespann der härteren Gangart unterwegs. Entsprechend heißt ihre Jubiläumstour Mütze Glatze, Simply the Pest. Relativ sperriger Titel, ja, sage ich mal, kommt ja auch von dir. Es ist aber alles drin, jede Information, die man braucht. Das Beste aus den letzten 20 Jahren, das stimmt. Ist halt nur 3-4 Minuten lang. Ja. Die beiden sind TV-Total-Turmspringer der ersten Stunde. Nachdem die Erfolge auf dem Treppchen schon einige Jährchen her sind, haben sich die beiden dieses Mal vorgenommen, nochmal richtig anzugreifen. Klar, wir haben gedacht, das Turmspringen ist noch 2025, würde das noch stattfinden. Aber ist halt jetzt nicht so und jetzt zeigen wir mal, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Die Ansage ist ganz klar, dieses Jahr geht's aufs Treppchen. Ja, denn wir sind ja in den vergangenen 10 Jahren härter betrogen worden, ja, als die Kunden von VW. Ja, die Jury hat uns ja immer nur so schlecht wie es geht bewertet. Ja? Geschnitten. Ja, dieses Jahr geht's aufs Treppchen. Ja. Ja. Erster Platz. Also unser Sprung wird spektakulär. Vom Zehner. Vielleicht vom Fünfer, weil es dann schwerer ist. Ja? So viel hinzukriegen mit weniger Metern. Also ja, wir wollen auf jeden Fall anfangen mit dem Synchronsalto. Ja? Dann kurz auf dem Weg nach unten. Ja? Kurz winken wir ins Publikum. Genau. Und dann noch 2-3 Schrauben. Und mit dem Körper rein. Das wird der Hammer. Das wird, also das wird anspruchsvoll. 1, 2, 3. Jungs, das heißt springen, das heißt nicht runterfallen. Also ein bisschen müsst ihr schon nach oben. Subi, subi, subi. Das war synchron. Wenn's einer kann, dann wir. Mundstuhl! Jedes Jahr wart ihr dabei, sozusagen die, ja, Ralf Siegels des Turmspringen. Ja, ja, könnte man sagen. Immer, ja, noch motiviert? Total motiviert und wir wollen endlich wieder aufs Treppchen, wie schon vor 11 Jahren einmal. Ja, ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen, das, ja, ist der Hammer. Ja, die Klammer muss ich schließen und also mindestens besser als die Playboy-Mädchen wollen wir auf jeden Fall sein. Dann brauche ich bitte einmal die Brille. Ja, genau. Siehst du denn überhaupt was ohne die Brille? Ja, ja. Ja, okay. Es langt. Viel Glück. Welch ein hoher Anspruch, besser als die Playboy-Mädels. Naja, sind also unterwegs mit dem Programm Mütze Glatze, Simply the Pest. Vielleicht ja auch in ihrer Nähe. Und jetzt bin ich gespannt, was Sie ja also bei Ihrem letzten Turmspringen zeigen werden. Sie sind auf 5 Metern oben und wollen ein Salto rückwärts zeigen. Ja, ist nicht leicht. Schwierigkeit 3,0. Mundstuhl. Ich sag mal so viel, von der Synchronität her, da merkt man schon, dass Sie zu den erfahrensten Turmspringern gehören. Gucken Sie mal, wann Sie sich lösen. Zack, gleichzeitig. Die Drehung, na klar, erkennen wir ein paar Reserven, aber Sie kommen sogar gleichzeitig an, unten am Wasser. Und am Ende sieht man sogar sowas Ähnliches wie eine Körperstreckung, Hände an der Seite. Also da war eigentlich alles dabei, was man für ein gutes Synchronspringen braucht. Und dementsprechend geht's hoch bis zur 7,5. Dritter Rang für Mundstuhl. Ja, Ekstase hier in München. Fazit, erstes Fazit. Sie sind der Meinung, das war Spitze! Treppchen möglich? Das war phänomenal. Also jetzt mal ganz im Ernst. Guck mal, gerade der mit den langen Haaren. Ja, das war doch völlig cool. Dankeschön, München! Danke! Schön anzusehen sind auch unsere nächsten beiden Damen, die hier auftreten. Sie sind sozusagen die Messlatte aller Dinge gewesen. Miss Dezember und Miss Februar. Hallo, ich bin die Laura, eure Miss Februar.
Und ich bin die Alisa, eure Miss Dezember. Es war eigentlich mein erstes Fotoshooting so gesehen und ich würde es jederzeit wieder machen. Meine Oma, die war stolz auf mich und der haben die Bilder gefallen und das bedeutet mir alles. Beim Training hieß es also Obacht, um die einzigartigen Oberflächen ja nicht zu beschädigen. Das Training ist hart. Ich habe nicht mal einen Köpfer gekonnt. Ich bin auch nicht der Wassertyp. Eigentlich gar nicht. Ich bin eher ein bisschen wasserscheu. Ja, aber runter kommt man immer. Ich auch wieder. Es hilft auf jeden Fall, dass sie zu zweit da oben stehen. Ich weiß, ich habe jemanden an meiner Seite, dem ich vertrauen kann, der einfach, und ich muss nicht alleine hier runterspringen. Ja. Und wenn ich da unten sterbe, dann zu zweit. Danke. Ja, das ist unser Ziel. Ich meine, wir springen als Playmates, ne? Also, ich zähle und wir springen bei Hopp und dann springen wir. Bei Hopp springt, ist doch voll einfach. Jetzt mal ehrlich, wie kann man sich nur für den Playboy ausziehen? Gute Frage. Sophia. Aber jetzt macht ihr endlich mal was Vernünftiges, Mädels. Bravo. Wer von euch ist besser? Ja. Im Springen natürlich. Also, willst du mit runter oder? Dann würde ich sagen, hoffentlich wir beide. Hoffe ich auch. Ich auch. Alles klar. Ab nach unten. Ja, ihr drei, lieber für einen Playboy ausziehen, als ein anachronistisches Tattoo haben, oder? Also, die beiden stehen oben. Und wir gucken mal, was die Playmates Miss Dezember und Miss Februar hier zeigen können. Mit diesem Kopfsprung vorwärts, Schwierigkeit 2,0. Sie sind auf 5 Metern. So, und auch den gucken wir uns aber ganz in Ruhe an, denn zählen schön an. Und mal gucken, wie sie loskommen. Ja, ganz kleiner Unterschied. Aber von der Seite haben Sie das gesehen? Extrem synchron in der Luft. Unten kamen dann wieder die kleinen Probleme. Aber wirklich, von der Seite hat man es schön gesehen. Man hat kaum die eine erkannt, weil die andere extrem davor war. Und das heißt ja Synchronität. Unten hat es ein bisschen gebombt. Da wird es auch einen kleinen Abzug für geben. Also, unsere beiden Playmates, Alicia Büchel und Laura Kaiser, stehen bei Buschi. Und das erste Mal beneide ich ihn so richtig. Ja, und die feiern sich selbst wie Popstars. Was war das mit den Beinen anziehen, wie so ein Hoppelhäschen? Ja, ich wollte ein Hoppelhäschen darstellen, ja, wahrscheinlich. Wie war's? Kalt, nass, aber heile unten angekommen. Das so ist das. Hauptsache. Danke. Von zwei knackigen Damen kommen wir zu zwei knackigen Herren. Hier sind Paul Janke und Daniel Köllerer, ebenfalls Neulinge. Hallo, mein Name ist Daniel Köllerer. Er galt als einer der kämpferischsten Spieler im Profitennis. 2006 ging er mit dem längsten in einem Wettkampf ausgetragenen Dreisatzmatch nach über 4,5 Stunden als Gewinner ins Guinness-Buch der Rekorde ein. Aber auch in diesem Jahr wurde es nochmal richtig hart. Daniel nahm beim Promi Big Brother teil. Sein Kampfgeist kann ihm beim Turmspringen nur helfen. Ja, jetzt im Nachhinein kann ich auch sagen, dass das Promi Big Brother Haus für mich mindestens genauso anstrengend war als das längste Match, welches ich gespielt habe. Mit Wille und Ehrgeiz kann man im Sport sehr, sehr viel erreichen. Aber in meinen Trainingssprüngen musste ich auch einige Male feststellen, dass Wasser wirklich hart wie Beton ist. Man muss halt dann wieder den Mut haben, raufzugehen und den Sprung nochmal zu machen. Und wenn er klappt, ist es auch ein Zeichen, dass man wieder alles richtig gemacht hat. Und die Trainerin sagt, streck die Beine mehr und du konzentrierst dich dann nur aufs Beinestreck. Dann passiert halt das, dass die zerlegt und dann ist halt kurzfristig einmal die Luft weg. Ne? Großes Dankeschön an Sie nochmal. Sie hat mich immer wieder motiviert und
bin auf jeden Fall in sehr kurzer Zeit ready für die Show. Ich springe im Synchron, ja, also ich bin genauso abhängig von Paul wie er von mir. Ja. Wir werden versuchen, uns so gut wie möglich aufeinander abzustimmen. Und es ist schön, ein Teil der Veranstaltung zu sein. Und Paul und ich werden das Ding rocken. Zwei Neulinge stehen dort oben. Also Paul Janke, Daniel Köllerer. Sie haben vor, einen Salto rückwärts. Das Ganze von 5 Metern bedeutet eine Schwierigkeit von 3,0. So, von der Lösung, oben von der Kante, von diesem 5-Meter-Turm also, sah das sehr, sehr gut aus. Wir schauen uns nochmal an. Ja, aber dann kommt ein kleines Problem. Paul hat sehr, sehr eilig gehabt, lässt sich auch eher nach hinten klappen. Die Körperstreckung war bei beiden sehr, sehr ordentlich. Schöne Körperspannung auch gerade zu sehen gewesen bei Daniel Köllerer. Aber natürlich durch das unterschiedliche Abspringen kommen sie auch unterschiedlich an. Also, so richtig synchron war es nicht und das sehen wir leider eben hier auch an den Noten. 4. Rang für die beiden. Ja, 4. Platz. Wir schauen nochmal auf euren Sprung und Paul, warum hat es nicht synchron geklappt? Du warst zu schnell. Ja, ist wie sonst auch, ne? Ist zu schnell, aber weiß nicht. Wir haben gezählt und ist natürlich schwierig. Wir haben heute das erste Mal zusammen trainiert, insofern ist es nicht ganz so einfach. Ich glaube, ansonsten sah es ganz gut aus. Gucken wir mal, was wir beim zweiten Sprung rausholen. Schauen wir uns gleich an. Dankeschön, meine Herren. Dankeschön. Boah, und jetzt kommen wir zu den Titelverteidigerinnen. Also so hoch ist das Gefälle. Die haben im letzten Jahr nicht nur das Publikum, sondern vor allen Dingen auch die Kampfrichter begeistert. Beide sind unterschiedlich erfolgreich bereits im Einzel angetreten. Annabelle Mandeng ausgeschieden. Ronja Hilbig auch da. Titelverteidigerin, sie hat noch die Chance im Finale alles heute Abend richtig zu machen. Und jetzt wollen sie natürlich gemeinsam als Team alles richtig machen und stehen bereits bei Sophia. Annabelle, die letzte Chance für dich aufs Treppchen. Das muss jetzt aber sitzen. Das muss jetzt sitzen, ja. Ich möchte natürlich auch Ronja nicht enttäuschen. Ich möchte euch da draußen nicht enttäuschen, ja. Dem ich mit nur 2 Punkten unterschiedlich ins Finale gekommen bin. Es war schon ein harter Schlag. Aber was soll's? Ich meine, jetzt werde ich halt einfach für uns alles tun, was so geht. Mal gucken, wie viel das ist. Was dürfen wir denn von euch sehen? Ihr seht jetzt den 1,5 vorwärts. Dann fiebern wir mit euch mit, Annabelle und Ronja. Also, sie gehen bei ihrem ersten Synchronauftritt nicht ganz das Risiko wie bei den Einzelsprüngen. Was vielleicht auch der richtige Weg ist. Von 7,5 Metern, 1,5 Salto vorwärts. Schwierigkeit 3,5 für Annabelle Mandeng und Ronja Hilbig. Ja, haben Sie es gesehen und man konnte es sogar hören. Die sind unterschiedlich aufgekommen. Plopp, plopp hat's gemacht. Woran lag's? Annabelle hat es ein bisschen eilig gehabt. Sie wollte auf einmal los. Dreht auch eher. Sehr, sehr gute Ausführung eigentlich bei beiden. Unten ein bisschen minimal die Füße verloren. Aber das Synchronproblem, was man gerade gesehen hat, hier, selbst in der Luft, nur eine konnte im Kamerabild drin sein. Und das haben Sie garantiert selbst mitbekommen. Und trotzdem natürlich aufgrund der Schwierigkeit von 3,5 sind das noch ganz ordentliche Noten. Aber der 4. Rang, da geht doch wesentlich mehr, Buschi. Ja, aber man hat natürlich gesehen, dass beide hervorragend Turmspringen können. Aber es ist Synchronspringen. Was ist schiefgelaufen? Keine Ahnung, was wir da gerade veranstaltet haben. Ich weiß es nicht. Du müsstest es aber wissen. Ich müsste es wissen, weil ich vorhin schon so Mist gebaut habe. Ja, ich glaube, es ist ganz einfach. Wir sind nicht synchron gesprungen. Ja. Es bringt es auf den Punkt. Wir sind vielleicht einfach noch ein bisschen aufgeregt gewesen, aber
Die haben ja noch eine zweite Chance, hoffentlich. Vielleicht. Vielleicht. Ja, hoffentlich. Die Ausführung einzeln war grazil, war wunderschön. Jetzt noch gemeinsam, dann rockt ihr das Ding noch. Dankeschön. Ich will es noch nicht beschreien. Einen zweiten Sprung von den beiden wird es auf jeden Fall geben. Aber ist das heute Abend das große Favoritensterben? Was bereits mit Joey Kelly im Einzel passiert ist, droht das auch Annabelle und Ronja. Wir werden es gleich sehen. Jetzt kommen wir erst einmal zu den Lokalmatadoren, zu den beiden Herren, die seit Jahren auf höchstem Niveau springen und sich gegenseitig immer wieder zu neuen sportlichen Höhen antreiben, Stefan und Elton. Das ist Elton. Und das ist der Stefan. Und zusammen sind wir Stefan und Elton. Mit ihnen geht eine Ära des Turmspringens zu Ende. Auf der einen Seite das Tier, das vor keiner Gefahr zurückschreckt. Ein verbissener Fighter, der sogar noch während des Wettkampfs trainiert. Sie sehen das, was ich meine. Es dauert bei ihm dann immer ein bisschen länger, bis es losgeht. Auf der anderen Seite der Partner fürs Leben, der eigentlich immer alles mitmacht, dem aber bei dieser einen Sportart wirklich das Herz in die Hose rutscht. Und so war auch das Training in den vergangenen Jahren eher durchwachsen. Während der eine kein Ende fand, wusste der andere nicht, wie er anfangen sollte. Auch fremde Hilfe durch Körperdoubles, ein Ansatz, der im vergangenen Jahr noch einmal versucht wurde, brachte zwar beeindruckende Sprünge, allerdings eher von Seiten der Doubles. Wie also ist die Herangehensweise beim letzten großen Auftritt? Wir waren ja schon mal Zweiter, ne? Das weißt du. Ja. Da hat nicht viel gefehlt, da wären wir sogar, wenn die anderen ein bisschen Pech gehabt hätten, dann wären wir vielleicht sogar Erster geworden. Ja, da hätten wir auch einen Grund zum Feiern, aber ganz ehrlich, wenn das heute vorbei ist, mache ich trotzdem eine Flasche Sekt auf. Also ich hasse Turmspringen. Wie, du hast Turmspringen? Ich hasse das von da oben runter, weißt du doch. Wie, weiß ich doch. Warum sagst du das denn nicht? Das heißt, du hast die ganzen Jahre jetzt das gemacht, obwohl du es gehasst hast? Ja. Warum sagst du denn nicht, da hätte ja ein Wort gereicht, hätte einer zum Beispiel gereicht, wenn du sagst, ich hasse das. Und dann hätte ich gesagt, gut, dann springst du trotzdem. Ja, aber jetzt weißt du es ja. Jetzt weiß ich es ja. Fürs nächste Jahr. Fürs nächste Jahr, genau. Stefan, der Elton ist wohl der Einzige, dem das Turmspringen nicht fehlen wird. Nicht, dass er ein tiefes Loch fällt. Du hast doch seelische Verantwortung gegenüber deinem Zielkind. Was machen wir denn mit dem? Ja, ich glaube, der Elton, der macht das privat weiter. Was hast du denn für deinen letzten Sprung ausgedacht? Und weiß Stefan das auch? Ich hoffe, dass er das weiß, weil wir sollen ja synchron springen. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe ein bisschen Angst, weil es sind wirklich diesmal wirklich so sehr, sehr gute Springer. Also selbst die Bunnies sind sensationell gesprungen, vom Fünfer sofort. Normalerweise kenne ich das, die springen erst vom Dreier. Vielleicht ist das tatsächlich jetzt gleich mein allerletzter Sprung. Du hoffst es doch, oder? Ja. Ein Aber ich gebe mir natürlich Mühe, hallo? Ein Riesenapplaus für Stefan und Elton. Während die beiden hochgehen auf 5 Meter, schauen wir mal ganz kurz auf den Stand. Miss Dezember und Miss Februar, sie müssen jetzt alle sehr, sehr tapfer sein, sind auf dem 8. Rang und schon raus. An der Kante zur Qualifikation befinden sich Sophia Thiel und Nina B. Also die beiden sind jetzt quasi die virtuellen Konkurrentinnen von Stefan Raab und Elton und sie sind ja auch ähnlich graziös unterwegs. Wir haben allerdings ein kleines Problem und das steht hier. Elton, der Mann mit Höhenangst und der das Wasser nicht so richtig mag. Wir müssen mal gucken. Stefan wird ihn sicherlich motiviert haben. 5 Meter, Kopfsprung rückwärts mit einer halben Schraube. Schwierigkeit 3,0. Ich sag mal von der Synchronität her, und auch das ist ja ein wichtiges Kriterium, war der Mann nicht so schlecht. Gucken Sie mal, fast gleichzeitig gelöst. Die Drehung, sie drehen beide die Schraube unterschiedlich, kann man machen. Gibt's keine Vorschrift, dass man in die gleiche Richtung drehen muss. Von der Ausführung her, ja, auch das amateurhafte Auge sieht ein paar Reserven, die beide haben. Aber sie kommen auch fast gleichzeitig an. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was die Kampfrichter sagen. Sie müssen weitermachen. Weiter geht's für die beiden. So, Elton,
ganz ehrlich, von der Ausführung bei beiden, das war Stichwort Schraube, als wenn zwei Säcke Schrauben ins Wasser planschen. Aber die Synchronität, wie habt ihr das hinbekommen? Das klappt bei uns ja erstaunlicherweise immer. Wir sind, also körperlich sieht das nicht sehr ästhetisch aus, aber merkwürdigerweise sind wir immer sehr synchron. Ehrlich gesagt, ich sehe keine große Synchronität. Aber naja, du musst wissen, mit welchen Maßstäben man euch misst und dafür war das sehr synchron, muss man wirklich sagen. Was ist jetzt noch drin, Stefan? Ja, alles ist drin. Also ich sehe uns schon auf dem Treppchen. Ja, das ist Stefan Raab. Ja? Elton, wo siehst du euch? An der Bar. Danke. Da waren sie ja bereits einmal als Team. Die Gebete von Elton wurden also nicht erhört. Sie haben es geschafft, Stefan und Elton sind auf jeden Fall auch im zweiten Durchgang dabei. Und wir schauen uns ganz kurz einmal unsere Tabelle an, um festzustellen, welche Teams die beiden letzten sind und nicht mehr mitmachen dürfen. Also auf der 1 Jonas Reckermann und Markus Rehm. Auf der 2 Joey Kelly, Peter Imhof. Auf der 3 Mundstuhl. Auf der 4 Annabelle Mandeng und Ronja Hebig. Auf der 5 Stefan Raab und Elton. Auf der 6 Paul Janke und Daniel Köllerer. Auf der 7 Marleen Neuenschwander und Ruth Hofmann. Und auf der 8 Sophia Thiel, Nina B. und Miss Dezember und Miss Februar. Diese vier Damen sind nicht mehr dabei.